So, weiter geht's. Da vorne ist dann noch der erste Punkt, wo wir jetzt diesen doofen Detektor laden müssen. So. Das heißt, jetzt können wir hier auch gleich wieder den Rückweg antreten. Das Problem bei The Old Republic ist wirklich dadurch, dass wir hier uns in Gebäuden befinden oder in Gebäude. Kann man da nicht ganz hoch gucken? Bis zum Himmel? Nee, irgendwann ist eine Decke. Oder ist das der Himmel da oben? Ah! Ah! Was bin ich denn da reingerast? Ja, man sollte auch aufpassen, wo man hinläuft. Der lebt ja auch noch da. Waren die auf den Hinweg auch schon alle böse, als wir da zu dem Typen da gegangen sind? Ich meine, uns hat doch gar nichts angegriffen. Und irgendwie wünschte ich mir, wir hätten hier ein bisschen mehr Balken irgendwie, dass wir sehen vom Weiten auch, wer böse ist. Und wenn nicht... Ich glaube, das kann man irgendwo einstellen. Ich bin jetzt aber allerdings zu voll zum Suchen. Möchte lieber spielen. Ach, guck mal, da vorne, da können wir was aufsammeln. Einen Schrotthaufen. So, hier lang, oder? Ja. Da vorne irgendwo. Abstand halten. Was ist das? Ist das eine Schließkassette, die daneben steht? Oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus. Auch da Abstand halten. Ich habe doch irgendwo auch eine Tarnfunktion, oder? Ne, das war Sprinten. Hatte ich nicht auch mal mehr Balken irgendwie? Ah. Aber irgendwie hatten wir auch mal so eine Art Schleichen, Tarnen, Verstecken. Was haben wir denn hier noch alles in der Leiste? Rüstung, Mittel, in Deckung gehen, Glückstreffer, fieser Tritt. Oder habe ich das auf irgendeiner Taste liegen? Ach, geht doch. Das macht es doch gleich viel einfacher und entspannter für uns. So, davon ist der Computer und da ist... Ach, der Typ ist eh gelb. Können wir uns ja sogar noch das hier holen. Alle gelb hier. Na, und wieder 200. Nö, 108. Aber ich mecker nicht. Nur 108. Ja, ich habe die Shortcuts wirklich mit Verstand an... Was ist das denn jetzt? Ah, eine Zusatzmission, oder? Ja, das sind hier... Welche könnte das jetzt sein hier? Dass da jetzt auf einmal eine Quest auftaucht? Schauen wir uns das doch mal an. Lol. Oh, sieh sich das einer an. Ihr seid perfekt, einfach perfekt. Na, ich weiß. Mein Name ist Paus und ich bin Journalist. Der einzige Journalist hier unten, der unerschrocken die Wahrheit ans Tageslicht bringt. Ich hasse Journalisten. Ich bin etwas Großem im Zusammenhang mit den Justikaren auf der Spur. Ich öffne allen die Augen für ihre Tyrannei und Unterdrückung, damit ganz Coruscant sieht, wer sie wirklich sind. Ich streite mich ungern mit Verrückten. Mein Glückwunsch, wenn ihr etwas Großem auf der Spur seid. Hey, wenn es verrückt ist, seine Freiheit zu lieben und totalitäre Verbrecher wie die Justikare zu verabscheuen. Ja, dann bin ich völlig verrückt. Ich arbeite gerade an einer großen Enthüllung. Unrechtmäßige Festnahme, illegale Inhaftierung und juristisch unbegründete Hinrichtung. Der Beweis liegt jedoch außerhalb meiner Reichweite. Ich brauche einen furchtlosen Helden, um ihn zu beschaffen. Ich brauche euch. Furchtlose Helden. Wieso sollte ich helfen können? Weil ihr die Richtige seid. Ihr seid mutig und stark.
Ihr seid all das, was einen Helden der Freiheit und der Gerechtigkeit ausmacht. Rickail Lysanis, der Sohn einer wohlhabenden Familie, wurde ohne Erklärung und ohne Gerichtsverfahren festgenommen und exekutiert. Er ist der Schlüssel, das Bindeglied, das schmutzige kleine Geheimnis. Niemand spricht über Rickails Tod. Weder die Justikare noch seine Familie. Absolut niemand. Ich brauche die Fakten also direkt von der Quelle, dem Turm der Justikare. Und da kommt ihr ins Spiel. Eines ist klar. Meine Dienste haben ihren Preis. Aber natürlich, kein Problem. Wir müssen schließlich alle unsere Rechnungen bezahlen. Es wird sich lohnen, keine Sorge. Befragungsdruiden. Sie sind der Schlüssel. Die Justikare setzen sie rund um die Uhr ein. Und sie zeichnen alles auf, was sie sehen. Findet den Druiden, der Rickail aufgezeichnet hat. Zertrümmert ihn und reißt seinen Speicherkern heraus. Ihr könnt den Kern mit den Computern der Justikare überprüfen, um sicherzugehen, dass es der richtige ist. Das sollte ein Kinderspiel werden. Na gut. Bringt mir die Aufzeichnung, sobald ihr sie habt. Und wir zeigen Coruscant die Wahrheit über diese Justikare. Viel Glück! Viel Glück! So, und mit dem zweiten reden. Willkommen im Justikargebiet, Bürger. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Agent Reed Ganton, strategischer Informationsdienst. Habt ihr hier unten etwas Ungewöhnliches bemerkt? Etwa, wie schnell die Justikare die Kontrolle übernommen haben? Waffen und Rüstung wachsen nicht am Boden. Die Justikare haben einen Lieferanten und der ist nicht von der Republik. Könnt ihr mir folgen? Ich glaube, ab der nächsten Aufnahme werde ich einfach mal, oder ich schreibe mal in die Kommentare, ob ich lieber skippen soll. Vielleicht solltet ihr eure Theorie der republikanischen Sicherheit melden. So brutal die Justikare auch geworden sein mögen, sie halten die schwarze Sonne in Schach. Ohne Beweise wird die republikanische Sicherheit also nichts unternehmen. Wer die Waffen hat, hat das Sagen. Der SID muss wissen, woher diese Ausrüstung kommt. Die Justikare kontrollieren ihren eigenen Raumhafen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Buch führen. Ich brauche jemanden, der dort eindringt und mir die Akten bringt. Ich kann vielleicht etwas tun. Bringt mir diese Akten und passt auf, dass ihr nicht den Justikaren in die Arme lauft. Also ich meine damit, wenn ich jetzt mal so die Uhr verfolge, haben wir jetzt von den 10 Minuten Let's Play. Hier vorne war doch gerade auch noch einer, oder? Komisch. Haben wir jetzt von den 10 Minuten Let's Play, was ich ja so ungefähr mache, 5 Minuten damit verbracht, irgendwelchen Gesprächen zu lauschen. Das könnte natürlich für den einen oder anderen hier dementsprechend langweilig sein. Und daher die Frage an euch, wollt ihr die Gespräche weiter mithören oder soll ich vielleicht doch lieber skippen? Entschuldigt, ihr seht nicht aus wie ein Justikar, hoffe ich. Die Justikare sagen, sie beschützen uns vor der schwarzen Sonne, dass sie besser sind als die Banden. Aber das sind sie nicht! Ich hasse sie! Ihr seid keiner von denen, oder? Ich will keinen Ärger haben, so wie Brayden. Ich werde dir nicht helfen, dein Püppchen oder dein Hündchen zu finden oder weswegen auch immer du heulst. Wie gemein. Brayden ist mein Bruder. Er ist erst 15, aber die Justikare sagen, er sieht alt genug aus, um seinen Mann zu stehen. Sie sagen, sie hätten ihn verpflichtet, weil er eins ihrer blöden Sperrstundengesetze gebrochen hätte. Also schließen sie ihn tagsüber ein und nachts zwingen sie ihn, auf die schwarze Sonne zu schießen. Er wird sterben. Du hast mich überzeugt. Ich bin gegen Kinderarbeit. Ich hätte fast nicht gefragt. Ich dachte, wahrscheinlich kümmert es euch sowieso nicht. Um zu Brayden zu gelangen, müsst ihr einen besonderen Gürtel haben, den sie alle tragen. Das ist der einzige Weg, um am Sicherheitsfeld vorbeizukommen, hinter dem Brayden ist. Bitte, bitte bringt ihn mir wieder zurück. So, so viel zum Kind, aber ich habe da drüben was gesehen. Da, ist nämlich, ist das ein Schrotthaufen? Ach, ist doch egal. Ist da irgendwas Böses dabei? Nein, alles gelb. Mein Schrotthaufen. Das
So. Und da haben wir noch ein Gespräch. Das passt allerdings nicht mehr in die heutige Folge rein.